Ja, Leute, nachdem wir das Ganze einmal installiert haben, genau, CPU installiert, das hat erst gelb und weiß und dann grün geleuchtet und dann haben wir dieses wunderbare Bild hier bekommen. Genau, und ja, hier stehen eigentlich die nächsten Schritte dran, die wir dann machen müssen. Neue CPU installiert. Please enter the configuration of your system. Press F1 to continue to take the advanced optimization. Please describe performance and ja, also im Endeffekt müssen wir jetzt F1 drücken. Wir haben das Gute jetzt anbekommen. Im Endeffekt haben wir diesen Button hier. Den Power auf 5 Volt mit dem Schraubenzieher miteinander verbunden. Und dann hat sich der Strom schon übertragen. Und das Ganze läuft. Wir drücken jetzt mal F1, genauso wie es hier vorgegeben ist. So. Im Endeffekt erkennt er die CPU. Er erkennt die beiden Memories. Die 14.700K, Temperatur aktuell 48 Grad. Motherboard 25 Grad und er erkennt auch die SSD als mögliche Boot-Option. Ah. Und jetzt, da wir das Board zum ersten Mal starten, müssen wir uns ja noch einmal einstellen. Ja, es ist die Tür. So. On. So, hier haben wir einmal die Lüfterkurve, die können wir einmal einstellen. Und zwar, indem wir drauf drücken und genau hier haben wir verschiedene Modusse, manuell, Fullspeed, Turbo oder Silent. Standard ist es aktuell. Ich spiele jetzt einfach mal, um euch das Ganze ein bisschen zu zeigen. Das ist Silent Turbo. Silent Turbo Full Speed. Naja, wenn das 17,7 Dezibel sind, dann lache ich ein bisschen, aber alles gut. Wir lassen das Ganze jetzt einmal auf Standard. Da ist nichts angeschlossen. Und was habe ich hier? Das ist auch nichts angeschlossen. Manuell, hier könnten wir die manuelle Kurve selber bestimmen. Naja, wenn es nach mir geht, ich hinterlege mir das Ganze mal. Aber wenn es nach mir geht, dann muss die CPU, um ehrlich zu sein, vor. Vor 60, also, ja. Vor 60 Grad braucht bei mir die CPU kühler gar nicht angehen, weil im Endeffekt sind die Lüfter das immer ein bisschen stärker ja, aggressiver geschalten, als sie nachher sein sollten. Deswegen, wenn es auf Leistung geht, dann lieber eine schnelle steigende Kurve, um das Ding schnell wieder runterzukriegen und dann pendelt sich das Ganze einmal auch hier ein. Drücke ich Apply, ja. Ja, hier gibt es irgendwie eine Warnung, dass man 75 Grad. Da gehen wir hier runter schon auf 70. Und ziehen das Ganze noch runter. 77, 65, 70.
Und dann ist es ein schnell steigender, eine schnell steigende Kurve. Aber sie ist eingestellt. Und das speichern wir mal. Das ist die manuelle Kurve. Standard Silence Full Turbo manuell. So, Escape, dann haben wir das an. Intel Strong Technology used interface enabled used to configuration interpret strong technology. Ja, das lassen wir mal an. Dann haben wir die eine M2 SSD. Genau. So, und ihr seht, das bewegt sich kaum da oben. 57 Grad, mal über 30 Grad. Genau. Jetzt sind aktuell auch nur noch 1, aktuell noch 1,403 Volt drauf. Das Ganze kann man noch später natürlich optimieren. Hier haben wir das System, die Performance. Was kann man denn hier noch Wunderbares einstellen? Hier kann man auf Echo einstellen. Saving. Normal. Ja. Power Saving. Ja, wir stellen das Ganze im Echo ein. Im Endeffekt wollen wir. Ganz interessant, dass sich da die Lüfter bewegen. Ja, wir lassen es zwar auf normal, wir werden sie bestimmt nochmal umstellen, wenn wir dann zum ganzen Einstellungsoption kommen. Ja, und im Endeffekt haben wir dann hier die Boost-Möglichkeiten. Genau. Hier gibt es irgendwie zwei Punkte. Das Boost-Menü, da können wir das Ganze einstellen. Windows Boost ist vorderer Fall. Intern hat das Ding auch nochmal sozusagen 256 GB mit interner Software. Ja. Was gibt es noch im Advanced Modus? Können wir die Sprache einstellen? Oh, wir können das Motherboard tatsächlich auf Deutsch einstellen. Jetzt haben wir das Ganze einmal noch Deutsch. Sehr, sehr interessant. So, finde ich sowieso cool. Genau, hier sehen wir dann BIOS-Version, Standard, Prozessorinformationen, Marketingfrequenz und das Ganze. Zugangslevel, Administrator, Systemdatum 16.11.2023. Starten wir das AI-Trigger. Ja, hier ist alles noch auf Automatik gestellt. Das lassen wir jetzt auch erstmal alles. Hier können wir dann die CPU später auch noch einstellen. Das werden wir dann je nach alles über Intel Tuning machen. Und dann können wir da, wie gesagt, ein bisschen Strom sparen, beziehungsweise die CPU optimieren, dass sie leistungsstärker arbeitet bei Erweitern. Genau, zum Beispiel CPU-Konfiguration. Ja, da kann man noch einiges rumspielen. Finde ich sehr, sehr gut. Überwachen. LED-Schalter für die CPU-Temperaturüberwachung aktiviert, ja, Temperaturüberwachung. Auch später wichtig. Lüftergeschwindigkeitsüberwachung, alles aktiviert. Booten. Genau, hier können wir die Bootreihenfolge einstellen. Werkzeug. Hier haben wir jede Menge Sachen noch, die wir einstellen können. Geht's da weiter? Ja. Das ist es im Endeffekt eigentlich. Tja, das empfiehlt mir, das Ganze zurückzusetzen. So, ich gehe mal auf Standard, dass es mich nicht nervt. Boah, jetzt kommt erstmal eine gute Hitze raus, aber beenden. Speichern und verlassen. Das lasse ich mal und dann schaue ich mal, was der Gute jetzt von mir will oder macht, ob er startet oder nicht. Das Ganze leuchtet jetzt wieder gelb. So. Ja,
Hier sehen wir wieder Press Del oder F2, um ins Setup zu kommen. Grip of Games. Und jetzt lassen wir ihn mal entspannt starten. Bis gleich.